Willkommen zurück. Wir müssen dem Onkel jetzt eine traurige Nachricht überbringen und herausfinden, wie wir zum Mana-Baum kommen. Karas mag nicht mehr unter den Lebenden weilen, doch ich spüre ihre Gegenwart. Ich weiß, dass sie Klink begleitet, ihre Kraft wird für immer mit ihm sein. Ich kann nicht fassen, dass Karas tot ist. Das ist ein trauriger Tag für die Annalen von Aogai. Ihr Tod war nicht umsonst. Sie hat ihre Kräfte auf Klink übertragen, damit er die Welt retten kann. Nun seid ihr unsere einzige Hoffnung, Sephiroth zu besiegen. Mit der Kraft von Karas werdet ihr stark genug sein. Ich glaube an euch. Wir alle glauben an euch. Kommt vorbei, wenn ihr etwas Zeit habt. Vielleicht kann ich euch helfen. Wir sind alle verdammt. Eine Wahnsinnsrede. Die meisten von uns glauben an euch. Nicht übel, oder? Gar nicht übel. Ich glaube fest, dass Karas nicht umsonst gestorben ist. Klink, ihr müsst zum Mana-Baum aufbrechen und Sephiroth besiegen. Ein für allemal. Ich gebe euch mein Luftschiff, nur damit gelangt ihr zum Mana-Baum. Das Schicksal der Welt liegt in euren Händen, Klink. Luftschiff, Glück gelaufen. Willkommen an Bord von Air Evoland. Ja, gerne. Der hat ja gesagt, ich soll nochmal zu ihm kommen. Wollt ihr einen Rat? Klar. Chopokos. Sterne. An vielen verschiedenen Orten in Evolandia sind Sterne versteckt. Doch nur große Abenteurer vermögen, sie alle zu finden. Ich habe bereits 15 von 30 verborgenen Sternen gefunden. Ich hörte, dort soll es einen Stern geben. Der heilige Hain. Wollt ihr einen Rat? Karten. Spielt ihr Doppelzwilling? Ihr braucht mehr Karten, um Champion zu werden. Ihr habt bereits 10 von 23 Karten gefunden. Ach ey. Bin ziemlich sicher, dass dort eine Karte versteckt ist. Der heilige Hain. Wollt ihr einen Rat? Händler. Als ich noch jung war, kamen viele reisende Händler nach Aogai. Jetzt, wo die Ödnis sich ausbreitet, kommt niemand mehr hierher. Allerdings hörte ich neulich, dass ihr einen Händler im nordwestlichen Wald niedergelassen haben soll. Vielleicht habt ihr interessante Waren auf Lager. Schubokos. Kennt ihr euch mit Schubokos aus? Sie spielt gelbe Riesenvögel. Sie leben in den Ebenen im Norden. Aber tut euch nicht weh, sie haben sehr spitze Haare. Gekocht ist ihr Fleisch eine wahre Delikatesse. Ich kenne jemanden in Aogai, der es zuzubereiten weiß. Okay. So, meine Karte. Ist aber nicht aktualisiert worden. Da ist das Flugschiff. Lass uns direkt mal. Aber da komme ich nicht durch. Doch, komme ich doch. Aber das ist der Mana-Baum. Nehme ich mal an. Ja,
Aber der hat doch noch was erzählt von. Wieso komme ich eigentlich nicht über diese kleinen Hügel hier rüber? Kartograf, ihr habt den verbotenen See gefunden. Aha. Ah, hier kann ich auch wieder Dings benutzen. Aber hier links war nichts mehr, ne? Kann ich nicht hin. Nein. Kann ich nicht herkommen? Ach so, ah, dafür brauche ich das Feuer. Und erstmal hier. Ein Stern. Komme ich gerade nicht hin? Achso, das war jetzt irgendwie umgeschickt. Sekunde. Jetzt kann ich ihn vernichten. Yeah, weg damit. Gibt es öffentlich den durch? So. Nee, brauche ich ja noch mal. Nichts getroffen. Hm.
Und noch ein Stern. Also jetzt finde ich nur noch Sterne und Karten, oder? Denn, so wie es aussieht, hätte ich ja den Endkampf schon anfangen können. Ach, hier ist wieder so ein kleiner Baum. Komme ich dann nicht weiter? Da war's. Nächsten Stern. Geht's nicht weiter? Wo geht's denn diesmal weiter? Da war ich aber schon. Da oben war ich aber auch, ne? Habe ich mich doch hier durchgeprügelt. Komme ich denn jetzt dahin? Ich hatte doch vorhin gehört, dass ich irgendwas getroffen habe. Was war das? Muss doch jetzt irgendwo hier sein. Kann es ja nicht sein. Orientierungsloses Rumsuchen. Da war ich ja. Und das brachte mir halt nur was für den Baum hier. Hier war ich auch. Konnte ich das Feuer aber nur nach oben? Da habe ich es angezündet. Und hier ist eigentlich nichts.
Das hatte ich aber gemacht, das war doch das. Gerade echt ein bisschen ratlos. So, da ist dann noch ein Gegner, sind noch Gegner. Ah, aber Moment, da war noch eine. Da ist noch was zum Anzünden. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Hier komme ich nicht durch. Hier muss ich durch. Komme ich da rüber? Wie komme ich hier rüber? Den Baum da unten müsste ich loswerden. Aber wie? Hier komme ich halt nicht durch. Bäume kann ich ja nicht sprengen. Und die kleinen meine ich ja auch nicht. Ach so, Moment, warte mal. Ups. Ja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, ist richtig. Jetzt mit dem Bogen. Wunderbar. Ah. Ist der auch weg?
wäre ich ja gar nicht da durchschießen müssen. Ah, so geht das. Noch ein Stern. Wenn man es weiß, eigentlich logisch, ja. Manchmal stellt man sich halt schon ein bisschen dämlich an. Hier hatte ich alles. Gut. Wie komme ich denn jetzt? Aber so weit komme ich nicht, ne? Was bekomme ich jetzt? Wieder ein Stern. Hey, Sephiroth als Doppelzwillingsgehalter. Nein, ich wollte gar nicht da raus! Egal. Pech gehabt. Dann machen wir an dieser Stelle trotzdem eine kleine Pause. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.